So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wie schon angekündigt, eine zweite Staffel Banished. Ab heute übrigens mit neuer Grafikkarte. Das heißt, das ganze Ding wird auf Ultra-Einstellungen gespielt. Ja, Lobby Washagen ging leider ziemlich daneben. Gut, kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern. Und wir fangen mit was Neuem an. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie wir das machen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal eine Ahnung, wie wir die Stadt jetzt nennen sollen. Was weiß ich? Ja. Was weiß ich? Hallo? Okay, ich kann keine Dings einsetzen. Also hier Ü, Ä und Ö geht nicht. Ja. Was weiß ich? Terranienhausen. Ich weiß es doch nicht. Klingt scheiße, aber ich weiß es echt nicht. Würde ich sagen, lass mal wieder so. Und dann geht's wieder los. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Angst, das schon wieder zu verkacken. Es ist ein bisschen kompliziert halt leider, ne? Es ist ein bisschen kompliziert. So, und wir legen los. Ganz zu Anfang natürlich wieder. Ah, guck mal, wie schön das jetzt aussieht. Sieht nochmal packen schön aus und hat das Bildschirm wieder gewackelt. So, den Eventlog wieder hier unten hin. Die General Statistics dahin. Die Karte nicht. Und das wieder da hoch. Damit alles ist wie immer. Ah, guck mal, wie flüssig das jetzt auch geht. Ach, das ist ein Traum. 60 Frames die Sekunde und zwar die ganze Zeit durch. Ach, ist das schön. So, und jetzt zuallererst. Ach, ist das schön. Kein Ruckeln mehr. Und dann sind auch noch Grafik alles ganz oben. Ach, es ist schon schön. So, wir fangen mal hiermit an. Sam. So, machen wir das. Wo packt man jetzt ein paar Felder hin? Hier eins und da eins. So. Das reicht. Ja, ich weiß nicht. Ich würde gern gleich hier alles wieder abschlagen wollen. Muss ich zugeben. Warte, wir machen das nochmal weg. Ich hätte das gerne abschlüssig. Hier und hier bis da. So. Genau. Was haben wir denn? Wir haben Weed. Geil, wir können Drogen verticken. Das ist super. Hey, wir können Drogen verticken. Die sind bestimmt Haufen wert, wenn wir die verticken wollen. Das finde ich gut. Finde ich schön, dass da dran gedacht wurde. Entschuldigung. Keine Ahnung. Bin wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Ekstase wegen der Grafikkarte. Wer übrigens wissen möchte, was es für eine ist und so, ne? Im Euro Truck Simulator 2, in der Folge, die auch heute rauskam, wird das alles gesagt. Nein, um Gottes Willen, es ist eine Nvidia GeForce GTX 750 Ti. Ich hätte eigentlich eine 970 Ti reinhaben wollen, aber das ging nicht, weil kein Stromanschluss dafür da war, leider. Weil die Erbauer von diesem PC, weiß ich nicht. Die haben diese Steckerleiste, die normalerweise zusammen ist, irgendwie getrennt und dann so blöd, dass es halt wirklich nicht funktioniert. Ist es 750 Ti, funktioniert auch super. Die 970 wäre halt noch einen Tacken besser gewesen, natürlich. Aber es geht auch so, ist kein Problem. Banished ist übrigens auch gestern ausgefallen. Aus diesem Grund. Ich dachte, komm, wenn du zweite Staffel anfängst, dann fängst du sie auch wirklich
richtig an, sage ich mal. Also mit richtiger Grafik, mit der richtigen Grafik. Und es sieht schon viel besser aus. Ich sehe es ja jetzt, es sieht schon viel besser aus. Und ich habe mir gedacht, komm, da lässt du mal einen Tag ausfallen. Und dann fällt halt mal einen Tag aus, mein Gott. Dafür haben wir jetzt wenigstens eine richtige Grafik gleich und nicht, dass die erste Folge noch so blöd ist, sag ich mal, und dann die zweite Folge wird dann super. Ist ja auch, das ist dann auch blöd. Das ist dann auch doof. Also das wollte ich dann wirklich nicht. Und von daher machen wir es jetzt so. Fertig. Ich habe es jetzt so gemacht. Jetzt kann ich es ja eh nicht mehr ändern. Von daher ist es eigentlich, ja, ist halt jetzt so, ne? Fertig. Ist so. Wir gucken mal ganz kurz. Was gibt's denn hier? Pflaumen. Oh, oh, lecker. Lecker, lecker. So, machen wir erstmal wieder weg. Ja, das wird schon hochgezogen. Ich denke, das ist besser erstmal, weil da das Feuerholz und die Nahrung halt zentral in einem Platz ist für alle und nicht irgendwie auf alle aufgeteilt werden muss. Ich hoffe, das bringt das, was ich mir hoffe. Das klang jetzt irgendwie komisch. Ich hoffe, dass das bringt, was ich mir hoffe. Nein, ich hoffe, dass es das bringt, was ich mir vorstelle, dass es das bringt. Das klingt irgendwie genauso blöd, aber weißt schon. Dass es halt nicht mehr so knapp wird mit dem Feuerholz und auch nicht mit dem Essen. So ist das eigentlich gedacht. Dass wir das halt an einem zentralen Ort haben, wo alle ran können, dass es nicht irgendwie auf 3 Millionen Häuser aufgeteilt werden muss. Auch wenn wir natürlich irgendwann mal wieder auf die Häuser übergehen, das ist ganz klar. Aber jetzt erstmal, nö. Nö, jetzt nicht. Nein, jetzt erstmal nicht. Jetzt machen wir das Ding. Fertig. Ja, wie gesagt, in der Hoffnung, es bringt das, was ich denke, dass es das bringt. Was ich nicht weiß. Kann jetzt mal jemand da die zwei Dinger bitte wegkloppen? Ich will ja den Feuerfutzi hinbauen, weißt schon. Ach je. Da geht's auch nicht. Mist. Dann setzen wir jetzt mal hier hin. Zack. Und da ist das Ding fertig. Ach. Sieht auch, übrigens, sieht auch schön aus, gell? Finde ich irgendwie. Sieht aus wie so eine alte Klinik irgendwie aus so einem Horrorspiel. Ich weiß nicht. Irgendwie erinnert mich das jedes Mal daran. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Aber vor allem, die bietet viel Platz. Und ja, das Essen und Feuerholz an einem zentralen Platz. Und das, denke ich, ist halt erstmal anfangs von Vorteil. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Das sage ich jetzt einfach so. Ob es stimmt, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich sage das jetzt einfach mal so und sage, das stimmt so. Fertig. Das ist jetzt so. Das ist jetzt so beschlossen. Fertig. Das ist jetzt so. Weil ich das gesagt habe. Ich wollte jetzt ein WWE-Zitat bringen, aber das lasse ich. Das lasse ich. Tja, wie sieht's denn aus? Gefällt, wird fleißig. Wir roden erstmal hier die gesamte Halbinsel. Oder hier, was da halt so oberhalb von diesem Gebirge ist. Soll ich erstmal alles weggeprügelt. Ist mir egal. Und ich habe Angst, dass das wieder ein Fehler sein könnte. Ich weiß es nicht. Wir könnten aber hier hinten mal noch ein Lager anlegen, tatsächlich. Da. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ne, es geht wieder los. Wir versprechen uns von der Runde ja, dass es besser läuft als Lobby Versagen tatsächlich. In Terranienhausen. Der Name klingt so bescheuert. Entschuldigung, aber. Terranienhausen, fertig. Terranienhausen. So, hier sieht es schon gut aus. Hier kloppen sie kleine Schneise rein. Das ist natürlich schön. Das machen sie sehr gut so, wie sie es machen. Was? Ach, da ist so ein Mini-Busch im Weg. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt hier aus. Oh, was wird's denn hier? Huch, da hat's mal ganz kurz ge. Da ist gerade die Framerate. Da bricht die Framerate ein. Och nö. Willst du mich verarschen? Weil das sind jetzt schon wieder. Ach, egal. 30 Frames die Sekunde geht auch.
Jetzt sind es wieder 60. Jetzt bricht es wieder ein. Jetzt sind es wieder 60. Ich bin verwirrt. Ich bin absolut verwirrt. Ich frage auch gar nicht. Ich weiß es nicht. 60 Frames. Dann sind es mal wieder nur noch 23 und dann sind es wieder. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Da ist wieder kurz eingebrochen. Das war jetzt ein richtig fetter Leck gerade. Und jetzt ist wieder 60. Komm, scheißegal. Es, weiß ich nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ein absolutes Rätsel. Gut, halt auch. Direkt. Den kann man bestimmt hier hinsetzen, ne? Ja, zack. So, hätten wir den gleich mit. Ich würde sagen, Frage ist, wo packen wir den Waldtypen hin? Ich würde sagen, hier hinter vielleicht. Hier hinten vielleicht irgendwo hin. Ist vielleicht eine Idee. Hier hinten irgendwo, hier so. Da so. Würde ich. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Vielleicht packe ich ihn auch hier hinten irgendwo hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, hallo? Ah, der geleckt, ey. Das gibt's doch nicht. Hallo? Mann, Entschuldigung. Sehr ominös hier. Sehr merkwürdig hier wieder, ey, ganz ehrlich. Sehr merkwürdig wieder. Den Movil machen wir mal wieder weg hier. So. Und wir setzen da hinten irgendwo an die Straße das Ding jetzt. Damit wir gleich mit dem Holz anfangen, bevor wir wieder auf Probleme stoßen sollten. Zack, dahin. Fertig. Machen wir. Ziehen wir hoch. Jetzt haben wir wieder Holz. So ein bisschen. 72 ist auch nicht die Welt. Vielleicht ist es. Was ist denn nur los? Meine Güte. Weißt du, so ein Euro-Truck-Simulator ohne Probleme bei 60 Frames die Sekunde und hier bricht's ein. Ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist ein, ja. Angelus, Anwer ist erwachsen geworden und Sacher auch. Angelison. Um Gottes Willen. Doch Knoten in der Zunge, wenn du ein Kind rufst. Das Kind hat dann voll die Probleme beim Jobcenter oder irgendwo, wenn da steht, schreiben Sie Ihren vollständigen Namen hin. Am besten auch irgendeinen ultra langen Nachnamen. Also so übers ganze Blatt nur den Namen. Gott, kann man nur. Ja, es regnet, was für die Frames normalerweise immer sehr schlecht ist. 60 Frames die Sekunde. Ich mach irgendwas, bricht sofort ein. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht wieder zu viel vorplanen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut geht. Wir brauchen definitiv noch ein paar Felder. Sagen so eins noch und dann so eins noch. So, ich denke, das sollte dann erstmal in Feldern reichen. Jetzt haben wir ja eben im Moment nur zwei. Ja, hallo Framerate, alter Kumpel. Mist. Damals konnte ich wenigstens noch sagen, ja, das liegt an der Grafikkarte, dass die Frames so schlecht sind, dass es immer mal ruckelt, weil ich keine hatte. Jetzt muss ich irgendeine andere Ausrede. Ich hab keine Ahnung. Ach, ich weiß es auch nicht. Ganz ehrlich, es
Es ist mir ein Rätsel. Jetzt, alles in Ordnung. Und wenn ich irgendwas mache, auf einmal bricht es einfach grundlos ein. Ja, jetzt, wo ich sage, wenn ich irgendwas mache, bricht es ein, bricht es natürlich nicht ein. Vorführeffekt. Schon mal was davon gehört? Ist immer so. Du sagst, irgendwas ist so und so und machst es und es ist dann komplett anders. Und du stehst da wie der letzte Vollidiot. Weil alle denken, dass du einen an der Klatsche hast. Oder dass du den Joke voll lügst. Was ganz toll ist. Wollen wir schon einen. Nein. Na, nein, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Kannst du voll knicken. Taverne, Blacksmith, Herbalist. Herbalist können könnte man gleich nehmen, ist irgendwo mit. Hier hinten hin vielleicht so. Man sieht es auch übrigens sehr gut, wo hier irgendwas ist. Dahin. Sieht man toll. Muss ich sagen. Sieht man super. Wir sind in einer etwas blöden Lage. Ne? Muss man schon mal. Jetzt ist die Framerate über 30. Warum? Ich verstehe es nicht. Jetzt ist wieder bei 60. Entschuldigung. Wir könnten da eine hinstellen. Da eher nicht so. Hier unten auch nicht wirklich. Hier unten dann wieder. Das ist. Hier unten wäre natürlich perfekt. Ja, unsere Lage ist halt wieder ein bisschen beschissen irgendwie, ne? Wieder ein bisschen blöd. Wir können natürlich sofort irgendwo nach hier oben. Ne, nach da oben ist auch doof. Nach da oben ist auch doof. Aber nach da drüben ist auch. Gott, wo sind wir denn nur? In was für einer Lage sind wir denn? Guck mal, hier unten sieht gut aus. Es ist sehr hügelig, muss ich feststellen. Kannst du mal auf die Karte gucken? Es ist extrem hügelig hier. Hier drüben ist ein bisschen was frei, hier oben so ein bisschen was. Aber ansonsten ist es extrem hügelig. Krass. Das wird lustig. Guck mal hier, das Ding ist auch fast fertig, das ist super. Felder sehen gut aus. Kann ja mal so ein paar Pflaumen anpflanzen, anbauen, wie auch immer. Das kann man ja bestimmt mal machen. Guck mal hier. Irgendwo sieht es aus. Das ist halt auch alles weg noch, Leute. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ach, schön, wie alles wegklopfen. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Ach, und diese Lagerbestände. Oh, ach Gott. Ach, wenn es nur in Lobby was sagen, auch so jetzt wäre noch. Naja, wie gesagt, ne? Ich muss auch zugeben, ich habe ja gesagt, ich muss mich da echt zusammenreißen. Ich musste mich wirklich zusammenreißen. Und ich trinke mal kurz einen Schluck. Und ich muss zugeben, und das kann ich glaube ich auch zugeben, auch als Kerl kann man das zugeben. Ich habe geheult. Ich habe geheult. Weil es dann doch irgendwo. Ja, weiß ich nicht. Man hat halt so viel Kraft reingesteckt, so viel Energie. Wie soll man das sagen? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also, ich habe wirklich geheult. Das. Boah, das war echt übel. Das ging mir doch schon irgendwie sehr nahe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum. Muss ich wirklich sagen, ich weiß es nicht. Da war die Framerate kurz wieder gedrückt. Es ist mir ein absolutes Rätsel, was mit dieser. Ja. Wie war denn das? Hier lang waren es glaube ich immer zwei Abstand. Also immer eins frei. Dann haben wir hier bei 2, 3, 4, 5. Dann haben wir uns immer 2, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, so war's. So, Plums. Oh, einer zu viel. Entschuldigung. Da war kurz die Framerate wieder weg. Ja. Darüber sehen wir jetzt hoffentlich mal hinweg so ein bisschen. Ich bin ja froh, dass es jetzt wenigstens, dass es funktioniert. Da sind wir die kleinen Drops. Eigentlich kann man darüber wirklich hinwegsehen. Ich kann darüber hinwegsehen, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen auffällt.
Weil es von superflüssig einmal auf ein bisschen ruckeliger wird, aber. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wie gesagt, Eurotruck Simulator funktioniert super. Kann ich machen, was ich will. Lang genug ausgetestet schon. ja, und das funktioniert. Und jetzt auf einmal irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Ich muss doch ehrlich gesagt erstmal Platz schaffen auf meiner Festplatte. Ja, ich dachte, wow, ein Terabyte ist voll viel, das reicht ewig. Ja. Gegen, Alter, 7 Frames die Sekunde, willst du mich verarschen? Was ist denn los, verdammt nochmal? Er kann mir nicht sagen, dass es am Speicherplatz liegt, wir haben 240 GB frei. Von einem Terabyte. Es ist echt traurig. Es ist traurig. Ich brauche dringend irgendwie externe Festplatte oder noch eine Festplatte rein oder irgendwas. Was ist denn nur los jetzt? Mensch, reg mich doch nicht auf. Warte mal kurz. Weißt du was? Wir sind eh bei 21 Minuten. Ich werde nochmal nachschauen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Alter, ein Frame die Sekunde. Das ist ein Scherz. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war jedenfalls ein toller Einstieg für Terranienhausen. Es kann nur besser werden. Tschüss. Scheiße.